Hallihallo, herzlich willkommen zur wunderschönen neuen Folge von Fürstenarchitekt hier Teil Block B. Erhöhe die Kapazität auf 50. Gefängnispflege, Schalter warten. Machen wir das. Besuchsrecht. Baue ein Besucherzimmer. Platziere mindestens drei Besuchertische. Okay, mindestens drei. Eins, zwei, drei. Gut, und dann halt hier so. Gut, baue einen Gemeinschaftstisch. Ach, Gemeinschaftstisch. Ich wieder, was ich wieder lese. So, gut, 16 Wachen, das ist natürlich, also wir verdienen ja schon ein bisschen was. Und wir haben auch genau die richtige Anzahl der Leute. Das heißt, dass wir hier oben dann weitermachen mit dem Fundament. Einrichtung, große Gefängnistür. Am besten erstmal hierhin. Ich glaube, da machen wir das so eng wie möglich. Da geht das schon. Materialien, Gehwegplatten. Und bitte einmal so. Dann hier runter. Hier bitte eine Ziegelsteinmauer. Zack. So weit geht das schon noch. Wie gesagt, hier trenne ich dann durch. Könnte ich eigentlich jetzt schon machen. Mit dem Zaun hier so durchtrennen. Und dann einfach mit der Personaltür. Zack. Da trenne ich nämlich durch und dann mache ich da auf der anderen Seite mache ich hier die mittleren. Und hier unten mache ich dann die geschützten hin, die zuschützenden. Mal gucken, wie wir hier vorankommen. Weil wie gesagt, machen ja schon echt gut. Genau. Siehst du, da haben wir das auch schon drin. Machen wir jetzt auch einmal hier einen Durchgang. Hier einen Durchgang. Und da einen Durchgang. Dann machen wir hier mit dem dicken Rohr hier lang. Durchgang. Gut. Hier müssen wir mal was gucken, wie wir das machen. Dann mache ich hier auch eine Ziegelsteinmauer. Und Einrichtung. Kabel haben wir ja hier. Kondensatoren, wie sieht es denn da aus? So, ist Strom genug, kann man ja nicht haben.
Nur für Personal. Ja, hier Personal. Was haben wir hier immer noch? Dauert noch eine Weile. Der Gartenpfleger und so weiter. So, hier, alles klar. Sie sind nämlich. Oh, was ist hier los? Was ist hier los? Abregelung. X Stunden. Was ist hier los? Gut. Die fügen sich alle, das ist schon mal gut. Gut, 33 Euro Gewinn, durch, warum auch immer. So, ja, weil einer entlassen worden ist, gell? Und hier auch auf jeden Fall Metalldetektoren. Bevor die wieder in Dings reingehen. Das ist nämlich schon mal gut. Personal, Stationierung, Wache, Tag. Also schon mal in der Wache hin. Gut. So, dann machen wir jetzt den Teilblock B. Ja, die Subventionierung. Ach ja, Gemeinschaftsraum. Den machen wir noch gleich mit. Den bauen wir hier so ran. Muss ich mal sagen. Thema 12. Ach, Thema 12. Reicht. Wird schon irgendwie hinhauen. Ach ja. Räume. Dann nehmen wir eine normale Tür. Also eine Gefängnistür. Das ist schon mal gut. Alles klar. Also diese Planung, ich das Ding mal weg. Ah ja, hier sehe ich einen Fehler. So, Ziegelmauer. Warte mal. Ziegelmauer nicht. Hier machen wir eine Betonmauer raus. Weil wie gesagt, das sind Isolierungszellen. Und da nehmen wir die schweren Türen wieder. Wie gesagt, Isolierungszellen sind immer ganz gut. Und hier machen wir die ganze Zeit offen lassen.
Ziegelmauer, genau. Einrichtung, Gefängnis, Bett. So, da haben wir es ja wieder mal. Das ist ziemlich, da muss man schon echt überlegen, wie man was baut. Und wie gesagt, die Wege, die Wegplatten nehmen wir nicht mehr. Wir nehmen jetzt nur noch die Betonplatten. Ja, nur an Gebäuden. Alles klar. Haben wir ja schon Kiwi-Platte. So. Kiwi-Platten. Ist halt immer doof, gell, weil es zuwuchert. Aber da ist ja nicht so das Problem. Stellen wir jetzt 2, 3, 4, 5, 6 und 2 solche. Komm, noch so ein Ding. Und fertig. Psychologe. Ja. 6, 10, 4. Müsste doch eigentlich reichen. Ah ja, jetzt sehe ich nämlich wieder den Fehler. Die Übergangszelle ist einfach nicht zu fassen. So. Die hier an Wegen machen. So, genau. Siehst du, wie fix das geht? So, ja, machen wir diese Folge noch den Gruppenraum. Und da kommt ein Billardtisch rein. Was haben wir? So. Ein paar Stühle. Hier kann man auch mal sitzen, eigentlich normalerweise. Na. Wenn man möchte, kann man da auch sitzen. So. Ist klar. Sieht einfach nur aus wie Weltuntergang. Ich hoffe nur, dass die Gärtner da wieder zurechtkommen. So. Eine Zelle. Dann nehmen wir jetzt einfach nochmal den Klonvorgang. So. Genau.
So. Da haben wir dann wieder mehr und wir können auch wieder 10 solche Leute reinholen. 10 solche Leute. Und da würde ich sagen, dann warten wir noch hier ab. Und ich glaube, wir machen diese Folge jetzt die Räume jetzt hier noch fertig, den Duschraum hier. Genau. Einrichtung für den Duschraum und hier auf jeden Fall Abfluss. Duschköpfe. Damit hat man erstmal jetzt geschafft und was wir gleich noch machen, ist die Stationierung. Wir nehmen hier so, dann machen wir das gleich noch fertig und wir machen hier gleich noch fertig, Ziegelmauer. Zack. Und Räume, Zellen. Zack. Einrichtung. Bett. Toilette. Toilette. Bett. Materialien. Raum, Zelle, zack, das hier und die Gefängnistür. So, so schnell kann das nämlich gehen. Hier klont man das einmal und dann hat man eigentlich schon wieder einen zweiten Raum fertig. Man eigentlich mehr als genügend. Wir nehmen jetzt noch mal die Subvention noch an. Dem Zellen B. Sicherheitsunterweisung, keine Zeit. Ja. Das ist nämlich das Problem. Da braucht man nämlich einen Klassenraum. Glaube ich. Ah ne, eine Werkstatt. Ist noch gesperrt. Anhörung, was braucht man da? Sitzung. Benötigt die Richtlinien. Keine Zeitzuteilung. Komisch. Ja, also ist eigentlich jetzt auch Pups egal. Na gut, dann würde ich sagen, war das für diese Folge. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Und ich sage erstmal tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Bye, bye.